jetzt zu kampen. Wir haben jetzt den Autozug verpasst. Die letzten Tage haben uns schon auch mal die Augen geöffnet, was das Limit ist. Großes Problem. Ich glaube, ich habe meinen DGV-Ausweis nicht dabei. Aber das sollte auch so funktionieren. Müsst ihr jetzt die Bälle herbekommen? Da sind wir, kann man einschmeißen. Ist nicht da. Ja. Muss man den Grillfenster runter machen, wenn man laut Musik hört? Ja, wir sind jetzt in Kampen. Vielen BWL-Studenten sollte das ein Begriff sein. Mal einen netten Spruch, wir kennen es auch aus Kampen. Gibt es auch als Sticker. Weil hier in Pfingsten immer eine Menge los ist. Und ich glaube, da trifft man den einen oder anderen zukünftigen Banker und Berater. Auch Coaching-Teilnehmer wahrscheinlich. Nee, also hier rechts rein. Ach, ja. Stopp, wir hätten hier. Das ist das Einzige, was man kennen muss. Prost. Danke für die Einladung. Kein Problem. Sehen wir, selbst wenn ich es nicht mal genau analysiere, treffe ich halt immer die richtige Entscheidung, weil ich mein BWL-Studium als einer der besten abgeschlossen habe an der Goethe-Uni in Frankfurt am Main. Auf war der Dienstag. Nach meinem zweiten Semester schon bei der UBS war, im Praktikum, im Vorstandschaft. Moritz, erklär mal, was hast du da? Zitronensorbet mit Wodka und Champagner. Oh, chin chin. Hose. Das schmeckt ja furchtbar. Spaß. Oh, ich sehe an deinem Finger einen kleinen Iceberg. Okay, the winning team. So, gehen wir nochmal rein, wo wir am ersten Tag aufhören. Lass mir auch die Löffel mal bitte geben, Raul. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr wisst, warum beim Wasser sich da so Blubberbläschen immer bilden. Und ob das dann die Hinterlassenschaften der abgeschwommenen oder nicht vorhandenen Mineralstoffe sind. Sehr, sehr überproportionale Anzahl an kleinen Hündchen pro Person. Also ich würde sagen, die ist, habe ich selten irgendwo so hoch gesehen wie hier auf der Insel. Wirklich, teilweise sind sogar mehrere Hunde pro Person. Ich würde mal behaupten, hier gibt es 0,7 Hunde pro Mensch. Gut, nachdem wir in den Kupferkrug nicht reingekommen sind, sind wir jetzt hier. Wo sind wir hier? Wo auch sonst, nicht? Wo sind wir hier? Ja, ganz klar hier, meine Paar, meine Herren. Also ich meine, ich habe es hier echt angenehm so mit dem sonnigen Plätzchen. Guck mal, es gibt sogar Lachs-Tartar. Ja, okay. Auf Kuchen dann oder wie? Das ist hier ein, super gut. Sehr, sehr lecker. Das ist hier ein E-Tron. Ja. Nachdem wir jetzt beim Kupfergrub hätten anstehen müssen, sind wir hier hingegangen und es ist formidabel. Ja, wir gehen jetzt zur Whiskymeile, gucken uns mal das Pony an. Gestern haben wir den Abend im Dorfkrug und im Cliff verbracht, da müssen wir natürlich auch mal die Konkurrenzveranstaltung ein bisschen näher kennenlernen. Ja. Ja, also die Party ist jetzt nicht ganz so vorhanden irgendwie. Das merkt man auf jeden Fall, dass es Donnerstagnachmittag ist. Abfahrt zum Webchriste. Endlich. Deutsche Dorsia. Perfect, Bro. Dann sehen wir uns. Schönen Abend, ja. Oh, filmst du mal auf mein Handgelenk? Was ist das? So, deutsche Dorsia, let's go. Und zwar sollen jetzt mal alle den Wein probieren, den sie vor sich haben, und schreiben, was sie schmecken. Süß im Abgang. Ich glaube, es ist eine Traube. Südhang, 2,5 bis 3 Stunden Sonne pro Nacht. Das ist eine klassische Vollmondernte. Ich finde, man merkt, man schmeckt auch immer richtig, ob es ein Weiß- oder ein Rotwein ist. Ich durfte auch kein Nintendo DS benutzen. Im Nachhinein hat schon Sinn gemacht. Ich habe nur gelesen, jetzt bin ich jetzt klug. So kann man sich einfach. Das Tetzel ist ja auch Sylt. So, wir haben jetzt den Autozug verpasst. Danke. Ja, die Stimmung ist ein bisschen gedrückt, natürlich, aber wir gehen jetzt hier ins Schlaraffenland. So, wir befinden uns jetzt hier, wie heißt das Café, David? Mareike oder sowas. Im Café Mareike, also quasi. Mateika. Mateika Mareike. Lass das schmecken. Das erinnert mich voll an das Café aus, wo wir in St. Gallen waren. So, Hotel Atlantik jetzt. Schon ein bisschen geschickert mit dem Porté. Das Feeling. Ich meine, historisches Gebäude, ne? Also, wer weiß. Der Udo. Bin mal gespannt, ob man vielleicht noch seine Handschrift an den Wänden erkennt. Was haben wir denn gemacht? Wir haben trainiert. Ich habe Beine trainiert.
Eigentlich wollte ich Schultern trainieren, aber wir hatten nur 20 Minuten Zeit. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann trainiert man den unwichtigsten Muskelpart des Körpers, nämlich die Beine, weil man die im Anzug nicht sieht. Im Zoom-Meeting sieht man die. Im Zoom-Meeting. Ich wollte gerade sagen, Gin Tonic. So, hier oben, oder hier hinten sind wir gerade bei meinen Ex-Kollegen vorbeigelaufen von der UBS. Vielleicht machen wir da morgen nochmal einen Abschnitt, aber morgen arbeiten wir schon. Was sind so bei mir? Bei Macul California habe ich, das sind Cool California. Tapamaki. Ja. Zum Feedback, Sushi war in Ordnung auf jeden Fall. Stimmung ist halt gut, ne? Also man zahlt ja auch so ein bisschen fürs Klientel. Mir hat irgendjemand auf Instagram geschrieben, dass er mich erkannt hat. Das ist ein bisschen creepy. Mit so zwei Augen. Also wenn man das macht, ist man schon einfach. Schon ein bisschen weirdo. Also wenn du das siehst, mach das bitte nicht. Das ist so, wie wenn du jetzt bald einen Horrorfilm einleitest. Lokalmatador gefragt, wo wir heute Nacht hingehen. Konnten unsere eigenen Fühler doch noch mal massiv verlängern. Ja, und sind gespannt, in welcher Milchbar wir noch heute absteigen. Hierher gefahren, aber hier ist irgendwie Baustelle. Das heißt, das Navi hat uns von der Handelskammer rausgeschmissen und mich vor dem Rathaus. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir irgendwie zum Rathaus finden. Wenn wir eingeladen wurden von der CDU-Bürgerschaftsfraktion, dass man sich einfach mal austauscht, was so die Unternehmer aus Frankfurt hier in Hamburg machen. Hier ist also nach so einer halben Stunde des Schmerzes, des innerlichen, sind wir uns langsam auf dem Weg der Besserung. Es ist immer noch ein leichtes, flaues Gefühl in der Magenregion. Liebe RBB, meine lieben RBB-Zuschauer. Genau, wenn wir jetzt mal hier aus dem Fenster gucken, können wir direkt auf die Elbphilharmonie und auch schon die Anfänge der Speicherstadt blicken. Die Anfänge der Speicherstadt reichen zurück bis ins 13. Jahrhundert, damals noch von Teppichknüpfern und Mehlklopfern genutzt. Wird es jetzt vor allen Dingen benutzt, um ja, Teppiche zu verkaufen. Ganz tolle Bazar-Vibes. Oh, es ist echt extrem schwierig, viel zu reden, wenn man so liegt. Ruhe vor dem Sturm. Das heißt, wir haben jetzt alles aufgebaut. Gleich kommt noch unser Coach Nuri. Vermutlich gehen wir heute Abend mit unserem Coach Lennart auch essen. Lennart arbeitet hier in Hamburg bei einem Private Equity Fund, nachdem er bei einer der internationalen Top-Strategieberatungen erst gearbeitet hat. Ja, kleine Speech überlegt, worüber wir heute sprechen. Geht um ein Recyceln eines Videos, was ich ganz früher mal gemacht hatte, was ich gerne von meinem BWL-Studium gewusst hätte. Gibt es eine Update-Version davon. Mal gucken, wie die ankommt. Wird auf jeden Fall cool, denke ich. Hat sich, glaube ich, für alle, ja, da waren, sowohl für uns als auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, definitiv gelohnt, dabei zu sein. So, jetzt sind wir hier im Henrix mit unserem Coach Lennart. Und rechts neben uns ist der FSV Kiel oder so, irgendeine Fußballmannschaft. Ist nett hier. Wo sind wir eigentlich nochmal? Ja, die ersten Vorspeisen wurden diniert, als gut empfunden. Und jetzt sind wir mal gespannt, was wir Ihnen gleich Feines präsentieren können, wenn wir an die Hauptgerichte gehen. Jonas und ich haben ein wunderbares Tomahawk-Steak am Start. So, irgendwie hier sind jetzt nicht so viel wie 1,5 Kilo, mal gucken. Aber ich denke mal, satt werden wir trotzdem. Ja, liebe RBB-Zuhörer, da sind wir wieder. Hamburg jetzt, die letzten Tage haben uns schon noch mal die Augen geöffnet, was das Limit ist. Ja, ist halt auch gut. Ihr werdet sicherlich kennen als High-Performer. Man muss auch immer mal wieder seine Grenzen aufgezeigt bekommen, um zu wissen, wo man selber steht. Für meine Verhältnisse kann ich für mich persönlich kann ich auf jeden Fall sagen, Grenzen auf jeden Fall, ich bin rangekommen. Ja, hab mal drüber hinweggeschaut, über den Tellerrand. Ja. Aber als ich dann den großen, weiten Tisch gesehen habe, da habe ich mich direkt wieder zusammengemurmelt und in den Teller reingelegt. So, jetzt haben wir gerade den Dip gekauft. Für 2,50 Euro den Liter. Auf jeden Fall schon nächstes Level aktuell. Genau. Kaffee wird jetzt auch noch geholt, dann geht's weiter.